Ich bin ganz brav. Hi. Na du? Freeman mochte vielleicht etwas grummelig sein, aber mit den roten Punkten und den gelben Honigflecken sah er so lustig aus. Das konnte unmöglich lange anhalten. Ah, schön. Lilly, vielen Dank für deine tolle Hilfe. Das hast du wirklich klasse gemacht. Danke. Wenn ich dir irgendwie helfen kann. Du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich. Ja. Nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Ich bin süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe. Das mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich von mir fern. Der Arme. Ach, schön. Oh Gott, wir werden uns hier ganz stark amüsieren, liebe Leute. Bienennest! Lilly war stolz auf sich. Ja. Sie hatte einen Weg gefunden, an das Bienennest zu gelangen. Und den Bienen schien es auch noch gut zu gehen. Alle waren glücklich. Ja. Lilly dachte darüber nach, den Honig mit bloßen Händen aufzusammeln. Aber dann erinnerte sie sich an die Schelte, die sie neulich in der Kantine bekommen hatte. Sie brauchte einen besseren Plan. Können wir den vielleicht irgendwie so am Pinsel haften lassen? Ach, Tatsache. Jetzt haben wir einen Honigpinsel. Hey! Honig? Ach. Bin ich dir noch nicht genug mit Honig beschmiert? Nein. Willst du noch mal nachbessern? Ja. Oh, wie ich dich hasse. Oh. Lilly war kurz abgelenkt gewesen. Aber allem Anschein nach wollte Freeman ihre Sachen gar nicht haben. Wohl für den Fall, dass sie sie noch benötigte. Er war so ein guter Freund. Und so zuvorkommend und freundlich. Hier liegt auch noch Honig. Ins Kloster dürfen wir noch nicht. Ich hätte gerne den Schlüssel. Mit der Hake noch mal drauf. Was soll das werden, Lilly? Willst du mich etwa noch mehr zerstechen? Oh Mann, ich hasse dich. Freeman wollte Lilly ihre Sachen nicht wegnehmen. Ja. Er war so ein guter Freund. So ein guter Freund. Ja gut, dann gehen wir mal zurück. Ein Pinsel mit Honig. Behälter, ich hinterlasse Spuren. Ja gut. Hier, bitteschön. Tatsächlich reagierten die Termiten sehr aufgeregt auf den Honig. Um sie wegzulocken, musste Lilly nur noch eine geeignete Stelle finden, wo sie ihn hinschmieren konnte. Ja, da. Oder an dem Baum. Lilly hätte dem Baum gerne all ihre tollen Sachen gezeigt, aber er hörte sie gar nicht. Halb so schlimm. Lilly war das gewohnt. Ah, okay, vielleicht in die Komposttonne? Die Komposttonne war der ideale Platz, um die Termiten umzusiedeln. Lilly machte sich sofort ans Werk. Ja, gut. Der Plan hatte soweit funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Die Termiten folgten nun Lillys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Nein, nicht! Geht weg! Von dort wehte der Wind seltsame Laute zu ihr herüber. Wahrscheinlich waren das die Termiten, die sich über ihr neues Zuhause freuten. Ja, ich glaube auch. Und Freeman, den geht's bestimmt auch ganz gut. Der ist bestimmt zurück ins Kloster gegangen und putzt der Oberin gerade die Schuhe, weil er so ein freundlicher Kerl ist und auch so ein guter Freund ist. Ja, ganz bestimmt. Freeman war nun endgültig gegangen. Dafür hatten die Termiten auf der Bank ein neues Zuhause gefunden. Juhu! Und als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lilly manchmal sah, zu ihnen gesellt. Ist das nicht schön? Oh Gott. Von Termiten
gekuschelt. Wie es aussah, hatten die Termiten ein neues Zuhause gefunden. Und einer von den Gnomen, die Lilly manchmal sah, hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, es bunt anzupinseln. Schade, dass Freeman nicht mehr hier war. Ihm hätte das Ganze sicher auch sehr gefallen. Ja, der hätte echt gestaunt. Und guck mal, der hat seinen Schlüssel hier verloren. Freeman hatte Lilly den Kellerschlüssel dagelassen. Wie ja, nett von ihm. Ach, er ist so ein guter Freund. Und hier liegt überall Honig rum. Oh Gott. Ja, gut. Du Gnom. Dann streich doch weiter das neue Zuhause der Termiten. Ich gehe dann mal. Tschüss. Nein, wie geil ist das denn? So, ich hab den Schlüssel. Die Oberin hatte strengstens verboten, im Keller zu spielen. Ich spiele ja nicht darin. Andererseits hatte Lilly eine Aufgabe zu erfüllen. Eben. Ach, so ein tolles Spiel. Ich nehme den mal. Ganz ohne Hintergedanken. Ja, die Schaufel. Eine Schaufel? Ja. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Und zwar für die Schatzsuche. Und wir müssen die Beete ja eh umgraben. Das ist doch ideal. Ist hier noch was? Nö, aber der Ofen. Hallo? Der Ofen war schwarz und leer. Wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Lilly hat komische Träume. Ich drück mal die Hotspot-Taste. Ah, Konservendose hätten wir hier noch. Ofenklappe, Ofen und das war's. Okay, dann mache ich das einfach mal wieder zu. Verdautes Gras, Ratte, Taube. Lilly nahm an, dass diese Konservendosen für die Kantine bestimmt waren. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Darum wusste sie auch, dass sie mit Messern warf, wenn man die Vorräte durcheinander brachte. Oh. Oh. Heißt das, ich darf das nicht nehmen? Lilly verstand sich darum... Okay. Das darf ich dann wohl nicht nehmen. Aber wir gehen jetzt mit der Schaufel zu Edna und graben nach dem Schatz. Die Termiten haben wir schon beseitigt. Das war ja die Aufgabe der Oberin. Die laufen hier immer noch fröhlich zu ihrem neuen Zuhause, das der Gnom immer noch schön anstreicht. Ach, herrlich. Es ist einfach nur herrlich. Guck mal, Edna. Yay! Du hast eine Schaufel gefunden. Ach, Lilly, du bist doch die Beste. Dann lass uns keine Zeit verlieren und den Schatz freilegen. Ja! So machten sich Edna und Lilly daran, die vermeintliche Schatzkiste auszubuddeln. Das ist mal eine Schatzkiste. So wie die aussieht, gehört die bestimmt irgendwelchen Weltraumpiraten. Na und? Dann waren es halt Weltraumpiraten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wen juckt's? Viel wichtiger ist doch, dass sie uns ihren Schatz hinterlassen haben. Los, lass sie uns öffnen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Bumm? Das ist eine Bombe, verdammt. Eine Fliegerbombe auch noch. Edna, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Eine echte Schatzkiste. Ja. Es war schwer zu erkennen, aber Lilly hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. Ach nee. Edna war Lillys beste Freundin. Sie fand immer einen Weg, Lilly aufzuheitern. Zum Beispiel, indem sie die Bremse... Ja, das hatten wir schon. Los, lass sie uns öffnen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Na gut, dann öffnen wir sie halt. So wird das nichts. Das ist wieder einmal ein Beweis, dass rohe Gewalt ihren schlechten Ruf vollkommen zu Unrecht hat. Ohne kommen wir hier garantiert nicht weiter. Gewalt? Ist das... Super! Das Gerät sollte nun wirklich genug Wumms haben, um die Schatztruhe zu öffnen. Oh je. Was ist? Worauf wartest du? Weißt du nicht, wie man es benutzt? Ach, halb so schlimm. Wir finden etwas anderes. Oh Gott sei Dank. Das wäre so schlecht ausgegangen. Vielleicht mit einer Schaufel? Yippie! Du hast es geschafft! Und was ist das jetzt für ein Ding? Der Schatz? Oh Gott, Edna! Die Weltraumpiraten müssen ein ganz schön ärmliches Leben geführt haben, wenn das ihr wertvollster Schatz war. Naja,
Wenigstens haben wir die tolle Truhe. Und ich habe auch schon eine Idee, was wir damit anfangen. Wir vergraben unseren eigenen Schatz. Hast du irgendwas dabei? Ein Wollknäuel aus dem Strickunterricht? Wow, das ist genau das Richtige. Das Band unserer Freundschaft. Oh. Sozusagen der Faden, der uns beide verbindet. Los, rein damit. So, jetzt müssen wir die Kiste nur wieder vergraben und... Lilly! Wo ist denn dieses Girl schon wieder? Lilly! Das ist die Oberin. Was will sie denn nun schon wieder? Wir sollten besser nachgucken, bevor sie noch explodiert. Da muss man vorsichtig sein, weißt du? Ja, genau. Bei Fliegerbomben ist das kein Problem. Das hat mir wieder viel zu lange gedauert. Sind jetzt endlich alle da? Freeman fehlt, Frau Oberin. Kein Wort mehr. Euer Mangel an Disziplin hat ein Maß erreicht, das ich nicht länger dulden werde. Ab sofort sind alle Spiele auf dem Klostergelände untersagt. Außerdem wird der Nachtisch bis auf Weiteres gestrichen und die Bettzeit um eine Stunde vorverlegt. Und falls ihr euch wundert, es ist das Fehlverhalten einer speziellen Mitschülerin, das mich dazu gebracht hat, diese Maßnahmen zu ergreifen. In meiner Ratlosigkeit habe ich sogar beschlossen, einen Experten zu Rate zu ziehen. Es handelt sich um einen renommierten Psychologen, der hier im Kloster Zucht und Ordnung wiederherstellen wird. Oh je. Die Untersuchung findet heute Abend statt. Der Doktor wird euch die Flausen ein für alle Mal austreiben. Und so viel kann ich euch garantieren. Das wird keine angenehme Erfahrung. Eine psychologische Untersuchung? Oh, Lilly, es geht dabei bestimmt um mich. Ich brauche dringend einen Plan. Triff mich bei den Betten. Ich werde deine Hilfe brauchen. Ja? Edna ist ja erfolgreich ausgebrochen damals. Ihr habt den Rest des Tages frei, um über eure Fehler nachzudenken. Wehe euch, wenn mir zu Ohren kommt, dass ihr neuen Unsinn anrichtet. Und, Lilly, ich erwarte dich in meinem Büro. Sofort. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Lilly. Bist du überhaupt in der Lage, jemals etwas richtig zu machen? Kein Wort mehr. Deine ständigen Ausflüchte machen mich nur noch wütender. Ich sag doch nichts. Und jetzt steh ja doch nicht so dümmlich in der Gegend herum. Ja, wird's bald? Füttere die Katze. Siehst du nicht, wie ausgemergelt Lumpi schon wieder ist? Dummes Kind. Kind. Sind wir hier bei Super Mario oder, was hier los ist? Und wir haben auch nur noch den Presslufthammer. Trödel nicht rum. Fütter die Katze. Okay. Was kann ich denn... Oh, guck mal, da ist Katzenfutter. Da stand tatsächlich eine Dose mit Katzenfutter im Essenslift. Dieses Mal konnte Lilly wohl kaum etwas verkehrt machen. Ja, glaube ich auch. Ah, schön. Okay, dann nehmen wir doch das Katzenfutter und machen das hier rein. Sonst wird die obere noch richtig, richtig... Was tust du denn da? Schlecht, Lilly. Ganz, ganz schlecht. Aber... Du müsstest eigentlich wissen, dass Lumpi kein normales Katzenfutter ist. Nein. Das ist Katze. Aber du hast mich zum letzten Mal enttäuscht. Hier ist das Rezept für das richtige Katzenfutter. Bring es zu Doris, der Kantinenfrau. Dort stehen genaue Anweisungen, wie Lumpis Essen zubereitet werden muss. Außerdem findet Doris darauf meine Bestellung für heute Mittag. Hast du das verstanden? Aha. Und jetzt raus mit dir. Ich muss die Ankunft von Dr. Marcel vorbereiten. Seine neue Methode zur Charakterkorrektur wird mir in Zukunft hoffentlich solchen Ärger ersparen. Aber Lilly ist doch so ein liebes Kind. Und diese alte Schrulle, die kann Kinder einfach nicht ausstehen. Sie hat hier das Problem. Lilly fühlte sich miserabel. Ach. Vielleicht hatte die Oberin recht und diese Charakterkorrektur würde alle Schwierigkeiten beheben. Lilly schauderte bei dem Gedanken. Sie hatte Geschichten über Dr. Marcel gehört. Schaurige Geschichten. Schaurige Geschichten. Sie sollte Edna von dieser Neuigkeit berichten.